So, hallo, ich bin also heute beim Sommerempfang in Schweinfurt im Georg-Schäfer-Museum, beim Sommerempfang des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Jetzt habe ich den Vorsitzenden des Kreisverbandes, sagt man Kreisverband? Kreisstelle. Und können Sie kurz mal vorstellen für unsere Zuschauer? Jawohl, mein Name ist Edmund Beck, ich bin erster Vorsitzender der BHG-Kreisstelle Schweinfurt Stadt und Land, betreibe eine kleine Gaststätte in Zell draußen. Und wie gesagt, wir sind hier der Kreisverband und wir veranstalten jedes Jahr im Sommer im Wechsel zwischen Stadt und Landkreis einen Sommerempfang, einfach um unseren Mitgliedern, unseren Partnern die Möglichkeit zu geben, auf lockere Art und Weise miteinander ins Gespräch zu kommen, das eine oder andere Problem aus der Welt zu schaffen und vor allen Dingen natürlich auch unsere Verbundenheit zu den örtlichen Gegebenheiten und zur Kunst und zur Kultur und überhaupt uns einfach ein bisschen zu präsentieren und vorzustellen. Wie wichtig ist denn heute in der heutigen Zeit der Hotel- und Gaststättenverband? Ja, gerade auch heute. Unsere Kreisstelle ist mittlerweile 125 Jahre alt. Also es wird immer bedeutender, weil man braucht ja auch ein Sprachrohr, um gebündelt seine Probleme an die Politik herantragen zu können. Und da ist die Verbandsarbeit natürlich ganz wichtig, die wir hier im Kreis gestalten. Und das tragen wir in den Bezirk und so geht es dann auch weiter ins Land und Bund. Wie viele Mitglieder hat denn der Gaststättenverband hier im Kreis Schweinfurt? Die Schweinfurter Kreisstelle hat im Moment 110 Mitglieder, Stadt und Land. Und wir schaffen es auch, unsere Zahlen einigermaßen stabil zu halten, was in der heutigen Zeit nicht sehr einfach ist durch die hohe Fluktuation und durch die Gastronomie auf dem Land draußen, die es sehr schwer hat und doch der ein oder andere Betrieb schließt. Jetzt habe ich natürlich aufmerksam zugehört, mal da viel gehört von Fränken, von Franken. Und wie sind denn die Gaststättenbesitzer, die mit Migrationshintergrund hier in Schweinfurt eingebunden im Gaststättenverband? Ja, natürlich sind wir auch offen für unsere ausländischen Mitbürger und auch Gastronomenkollegen. Wir sind ganz offen dafür. Wir haben auch den einen oder anderen Italiener oder Griechen bei uns in den Reihen mit dabei. Aber insgesamt ist da doch die Scheu noch recht groß. Das wird vielleicht die Zeit noch mit sich bringen, dass das sich auch noch verändert. Also wie gesagt, wir sind immer offen dafür und wir grenzen da niemanden aus. Also Pasta ist in den fränkischen Gasthäusern genauso willkommen wie die Bratwurst? Na natürlich, ganz genau. Also die Gastronomie, so vielfältig wie sie in Franken ist, ist ja nicht nur fränkisch geprägt, sondern mittlerweile natürlich haben wir auch ganz andere Anbieter da und die haben genauso ihre Berechtigung und wir stellen uns den Wettbewerb. Jetzt hat ja vor langer Zeit auch mal die Diskussion mit Rauchverbot und so weiter gegeben. Wie jetzt nach langer Zeit wage ich doch mal die Frage zu stellen, wie hat sich das jetzt so ergeben, wie ist es denn geworden jetzt mit dem Rauchverbot? Sind die Gastwirte jetzt zufrieden? Soll es da bleiben oder? Ich glaube, die speisenlastige Gastronomie hatte noch nie ein Problem mit dem Rauchverbot. Das hat sich ganz gut angelassen. Es gab schon vorher viele Betriebe, die versucht haben, den Rauch aus dem Speisenlokal zu verbannen. Und das hat sich auch gut umsetzen lassen und es gab keine größeren Probleme. Denn natürlich ist eine reine Getränke- und Kneipenkultur insofern natürlich viel stärker betroffen. Vor allen Dingen das Schlimme ist ja, weil man die Leute ja aus dem Raum, also nach draußen verweisen muss und man verschiebt diese ganze Sache in den öffentlichen Raum und das gibt natürlich manchmal Probleme. Also gut, dann wünsche ich noch weiterhin viel Erfolg und Dankeschön fürs Gespräch. Ja, bitte, sehr gerne. Dankeschön.